Willkommen zurück, meine lieben Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario Bros. Wonder. Im letzten Part haben wir bereits schon ein bisschen als die vielen gesimt Abzeichen bekommen, das heißt eingesetzt, und haben schon genug orangene Samen gesammelt, um unser neues Level hier, nämlich Meereshöhle, der Stiebitz-Keks preiszuhalten. Seht ihr Grins hier. Und ja, das machen wir jetzt, das Level. Das sieht mir schon ein bisschen böse aus. Schwierigkeit ist bei allen zwei. Aber ich denke mal, das bekommen wir hin. Noch sind wir ja als Mario unterwegs. Die Frage, welches Abseits nehmen, ich weiß nicht, inwieweit das ein Level ist, was viel mit Wasser zu tun hat. Deswegen finde ich das mit dem, dass wir als großer Mario starten, da ganz sinnvoll. Müssen wir aber auch mal schauen. Das ist für den ersten Durchgang. So, wir haben nicht mal viele Leben. Also wir können schon leider wieder bald ein Game Over bekommen, tatsächlich. Könnte sogar sein, dass es in dem Part leider schon passiert. Wir müssen schauen. Ich hoffe es mal nicht. Wir hatten bis jetzt da aus. Leider allerdings eins hin. Okay, die Blumen haben Angst, aber irgendwie passiert denen lustigerweise nie was. Ach, da geht's gar nicht rein, nur bergab. War so weit bergab, wie wir gar nicht gehen wollen, aber ich glaube, hier wollen wir rein, oder? Ist hier irgendwas Sinnvolles? Jawohl. Also bräuchten wir jetzt die eine Attacke, die wir jetzt gerade nicht haben. Ja, wie schmeckt eigentlich mehr Wasser? Ja, salzig. Und zwar unangenehm salzig, wie ich es finde. Ich finde das seltsam, dass mehr Wasser nicht unangenehm schmeckt. So. Machen wir erstmal alles weg, was hier meint, irgendwie random im Weg rum zu schwimmen, was mich stören könnte. So, du gehst mir nach unten ab. Ist das noch weiter? Jawoll. Ich werde auch nicht komplett in den Abgrund sinken und verrecken. Und ich bin da halt ein Todäst sehr, sehr nah. Also wie ich der Wunder sieht es auch in seiner Nähe. Ich mach's mal wieder neben hier. Wie gesagt, ist ja immer rest optional. Oh Gott. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Irgendwas ist hier. Nicht cool, dass das hier unten ist. Ich weiß nicht, wie wir da dran kommen. Oh Gott, hier ist aber einmal kein Wasser mehr, oder was? Ach du Heilige. Ah, da gibt es so eine 10-fache Münze, aber wie gesagt, man braucht ja auch nicht die ganzen Zeit. Bin ja, wie gesagt, echt keiner, der hier irgendwie 100% sammeln müsste oder sonst irgendwas. Mir ist das alles relativ wurscht. Deswegen sammle ich jetzt auch nichts, alles einmal gesagt. Mir ist das meiste dann doch. Help. Ja, yeah, sonst habt ihr erhalten und bin wieder in dem. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du bist ja klatschnass? Ja, vielleicht war es gerade im Wasser. Also eventuell liegt es daran, ich weiß es nicht. Nur ganz Überblick, wann ich irgendwas einsammeln muss und wann nicht. So, das ist immer ein bisschen komisch. Aber hey, das Level haben wir geschafft. Super duper. Haben wir gut gemacht. Und dafür gibt es nochmal einen Wundersamen. Perfekt, perfekt, perfekt. Und wir haben zwei Stück erhalten. Jawoll, so ist das. Bye bye. Bye bye. Aber vorerst noch nicht in der Part, geht noch weiter. Keine Angst. So, das haben wir noch. Ich finde es immer cool, sieht man das Datum, aber ich halt das gerade Level aufgenommen habe, zum Beispiel am Tag nach Release Day. Weil ich, wie gesagt, meine LP-Datei ist und nicht meine Privatdatei. Und die Privatdatei haben wir so einen Streams gemacht und machen nochmal einen jetzt nach den. Ja, nächstes Wochenende, wenn wir das Together-Zeugs aufnehmen, das wird besser laufen wie der Stream, den wir bis jetzt hatten. Was außer was heißt ein Block verkauft? Laden hier im Land. Wo war jetzt der Laden? Ich glaube, da links ist der Laden, würde ich sagen, oder? Ja, den nehmen wir doch mal, den Block. Der ist bestimmt sehr hilfreich. Also, in dem. Also, Ausrufezeichen-Blöcke erscheinen. In den Leveln erscheinen Ausrufezeichen-Blöcke, auf denen du stehen kannst. Manche enthalten noch Items. Oder erfüllen einen anderen Zweck.
Ich kann mir mehrere Sachen kaufen. Geil. Also ich kann mir einmal das kaufen. Ich könnte mir einen Wundersamen kaufen. Das kostet aber viel Geld. So, was ich frage ist, was ist 5x5? 5x5 wäre doch eigentlich 25, ne? Und die kosten nur 20. Das ist billiger. Dann nehmen wir die auf jeden Fall auch noch. Du hältst einen zufällig ausgewählten Aufsteller. Das ist überraschend. Die Aufsteller ist eine Geschichte. Das machen wir mal anders. Ich finde es einfach wichtig, dass ich Leben habe. Und ich kann mir hier so viel Leben kaufen, wie ich will. Und wir sammeln viel von den Teilen, aber ich will jetzt wirklich mir viele Leben einfach auf Vorrat haben, wenn wir jetzt mal hier sind. Ist mir wirklich wert, dass ich dafür so viel kaufe, wie ich es kann. Komm, machen wir es auf 50 Leben voll. So. Ja, und das Abseits, was wir bekommen haben, machen wir jetzt auch gleich mal dran. Super. Ich finde es aber cool zu wissen, dass man hier Leben kaufen kann. Wie wir jetzt einfach mal so im großen Teil gemacht haben. Das ist perfekt. Aber ja, der Rest geht es dann auch gleich weiter. Und hier werden wir, denke ich, zum Gleis brauchen. Nämlich hoch hinaus mit dem Pfeilschnäbel. Also, aber erstmal super, dass wir einen Riesen auf dem Leben gekauft haben. Das ist toll. Und das probieren wir jetzt einfach mal mit dem Abseißen. Probieren wir es gleich mal aus, wie das random ist. Ach du heilige Scheiße. Ach Gott. Ach, da kann man lang gehen. Okay. Ein Leben ging einfach so frei aus. Ist okay. Keine Ahnung, was ich da gerade getrieben habe. Ich weiß es nicht. Das war mir erst einfach nur unnötig. Ah. Okay, die Blöcke sind einfach nur zum Stehen. So als Hilfe quasi. Okay, das ist fehlt. Und der kommt random 9. Da kann man hier nach oben gehen. Cool, wo es mehr Stoff gibt. Sehr wild. Ah, das sind auch noch Blöcke, die helfen zum Beispiel hier vor dem Verrecken. Nein! Das ist ja so unnötig. Da kommt der eben one ab, dann ein Pilz. Dann bleiben wir bis dahin erstmal klein und es muss einfach nur aufpassen, dass ich mich nicht random irgendwas aufspießen lasse. Ich weiß nicht, ob es nochmal Sinn macht, hier nach oben zu gehen. Tatsache, wir wollen ja von denen so viele Dinge einsammeln, wie wir können, wieder eine. Bisschen wieder rennen bekommen, weil es ist halt bares Geld. So, und den holen wir uns einfach mal wieder. So, wir warten ab, bis das Ding wieder einzieht, weil werden wir wohl oder übel brauchen. Und jetzt nicht, dass es uns nochmal aufspießt. Die Dinger sind Hilfe. Eigentlich ist ganz hilfreich. Ach komm. War gerade so ein bisschen. Nein, Digga, ich bin doch auf das Ding draufgesprungen. Ey, das ist das. Aber jetzt seht ihr, gut, ich mache gerade aber auch viele Dummheitsfehler, die ich eigentlich gar nicht machen müsste. Weil ich so viel Leben habe, aber man sollte damit nicht einfach so rumspielen. Aber das Gute ist, wir sammeln wieder Münzen, das gleicht sich wieder aus. Man verliert zwar Leben, aber kann ich wieder Leben kaufen mit Münzen. Ich kann mir bis nach dem Level wieder 5 neue Leben kaufen. Was auch cool ist, und ich finde, es hat auch nichts mit Cheating oder sowas zu tun, wie ich jetzt finde. Wenn man sowas macht. Da kommen gleich wieder neue nach, sehr interessant. Ach, die bleiben dann einfach tot. Aber nö. Ja. Ja. Du gefällst das denn auch nicht. So. Das Ding müssen wir jetzt einfach, auf den Weg schicken. Ja. Ich habe es irgendwie nicht ganz gerallt. Aber auch wurscht. Also, wir kommen jetzt einfach random kurz warten, bis neue Pfeile. Ja, das hilft eins schon. Ein gutes Stückchen weiter an manchen Stellen, die halt sehr, sag mal, hartnäckig sind. Oh, cool. Hier haben wir eine Seifenblasenblume. Oh, jetzt hatten wir eine Seifenblasenblume. Ey, das war so unnötig.
Halt wirklich unnötig von mir, dass ich da jetzt doch gestorben bin, so. Weißt du, dass ich gar nicht was sagen wollte, was bis jetzt so das coolste, moin, was bis jetzt so das coolste Item war. Weil ich es irgendwie alle cool fand. Gut, hier gibt's das dann auch mal regulär. Ach komm, ich bin so dumm. Ist witzig, wie die Dinger auch rumspringen. Aua. Und das wir es hier zum Beispiel auch brauchen. So, das warten wir kurz ab, weil gleich werden dann wieder nämlich neue geschossen. So. Hier geht es darum, dass man das Ganze einfach in einer zeitlichen schnell Zeit schafft. Hätte man nicht diese extra Hilfen, dann ist sie mal. Ja, wir können es hier halt lassen. Es geht dann nicht darum, dass es mit meinen mega tollen Skills möglichst schnell das Ganze hier pack. Stop. Einmal hier hoch und mir wann abholen. Das ist cool. Das ist eigentlich sogar noch cooler als Item, weil es ja auch random einfach mal random Hilfs-Item gibt. Ich glaube, das ist bis jetzt mein Lieblings-Item. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen hier in dem. Oh Gott, LSD-Modus drin. Ah, hier gibt es auch viel so Zeugs und Items. Das ist wichtig. Oh, jetzt bin ich wieder ganz weit da unten. Na komm. Bringt bis nach oben. Wieso bin ich eigentlich wieder so weit unten gekommen? Ach, das waren, weil die Dinger da irgendwas dagegen, oder wie? Habe ich irgendwas Spezielles gedrückt, was das, Ich hab keine Ahnung. Aber wo ist, bin ich auch wieder im realen Leben. Ja, das ist doch super. Ich habe jetzt eigentlich jetzt nur 17 von Teil. Sagt, hat schon längst mehr angesammelt, aber es ist nur in dem Level. Bin verwirrt. Jawohl, und wir tun es oben auch noch abschließen. So soll es sein. Das ist doch perfekt. So muss das. Wir bekommen natürlich wieder unseren Wundersamen. Das ist ja mal wunderbar, dass wir den bekommen. Thank you. Ja, danke. So sieht's aus, ne? So sieht's aus. Super, super, super. So, und das haben wir nämlich wieder ein paar Teile mehr. Jetzt haben wir 17. Ne, dann kaufen wir lieber mit 3 mehr dann 20 neue von Dingern. Das machen wir dann das nächste Mal aus, wie wir das nächste Mal mit dem Level weitermachen. Freizeiten kommen als letztes Mal. Weil wir haben ja noch genug von den Teilen. Jawoll. Ja, was genau dahinter steckt, das haben wir uns im nächsten Part von New Super Mario Bros. Wonder an. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao.